Deckprofil von dem Mark hier auf der Regional im Games Tower. Mark, servus. Hallo. Was hast du gespielt? Ich habe Trickster gespielt. Scheiß Deck. Und ja, mit dem neuen Vierzpillen. Warst du am Ende top? Top 8, ja. Sehr nice. Dann zeig mal dein Deck. Also, ich spiele standardmäßig von den One-Off-Trickstern eine Coroban und eine Lilibell. Ja, also manche spielen zwei Coroban. Die zweite kam beim Test nie ab und deswegen habe ich die gecuttet, weil ich auch 44 Karten oder 43 Karten, ich weiß gerade nicht mehr genau, im Main-Deck gespielt habe. Und ja. Das sieht man ja auch an deiner Bild jetzt, dass das ein bisschen anders ist als der Standard-Trickster. Dann drei Lycoris. Ja. Das ist eher ein Control-oriented Build und normalerweise, wenn man Extravagant spielt, dann ist 2 nicht in Ordnung, weil man banisht es ja nicht. Aber in einem Control-oriented Build ist es okay, wenn man mit Traps und Lycoris anfängt. Aber klar will man immer mit Candina starten. Dann 3 Candina. Muss man nichts sagen. Und dann Handtraps. Und dann noch eine Sense. Zufrieden mit dem Handtraps? Ja, also ich habe jetzt nicht heute, ich habe jetzt nicht oft welche vermisst. Ich habe auch insgesamt heute nur einen Würfelwurf gewonnen. Hm. Gegen den Typhon. Zauberkarten. Dreimal Topf der Gier. Muss man nichts sagen. Dann dreimal Mystic Mine. Nein, Mystic Mine. Ja, also das Ding ist, die Karte gibt dir halt Recovery und mit der Karte kannst du halt auch stallen. Ja. Und wenn du absolut nichts mehr hast, kannst du die halt immer noch aktivieren und dann irgendwie ins Spiel kommen. Ja. Und ohne die hätte ich auf jeden Fall ein paar Games nicht gewonnen. Was? Würde ich auf jeden Fall beibehalten. Ich weiß nicht, ob ich sie auf 3 lassen sollte oder ob ich sie dann halt lieber auf 2 spielen soll. Aber in einem Spiel brauchte ich die auf 3. Also dann 3-mal Lichtbühne und 2-mal Terraform. Muss man auch nichts sagen. Traps, 2 Heavy Storm Duster, keine 3, weil ich war mir mit dem Matchup unsicher und einen wollte ich nicht spielen, damit ich ihn halt zum Beispiel mit Trap Tricks suchen kann, also setten kann. 2 Zwangsirrer gegen Salaman Great, kam einmal, hat seinen Turn direkt beendet. 2 Strike, weil ich auch den dritten cutten musste, war okay. War jetzt aber nicht so übermäßig, hat jetzt nichts übermäßig Arbeit geleistet. 3 Nelken, 3 Sanctum, 3 Metaverse. Metaverse war die beste Karte heute. Also, das sollte man auf jeden Fall probieren. Wer die nicht spielt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und dann 3 Trap Trick. Wegen den normalen One-Offs, wegen Metaverse, wegen Nelke, wegen Sanctum. Extra, TS. Extra fange ich erstmal mit den Fusionen an. Super Poly Targets. 2-mal den. 3-mal den. Und 1-mal Chimera Tech. Ich hatte Angst vor Cyberdrache. Und ich hatte einen Slot frei. Und ja, habe ich einfach die genommen. Dann eine sichere Wache. Wollte ich gegen Burn einfach mal haben. Weil ich die auch relativ leicht legen kann. Eine Linkspider. Ein Nightmare Phoenix. 2-mal Holy Angel. Ich habe die 2-mal gespielt, weil mir ist es vorgekommen, dass ich OTK machen wollte und die gebanished habe mit dem neuen Pot. Und dann wollte ich die ein zweites Mal haben, um die ein bisschen öfter noch übrig zu haben. Unicorn, Ningirisu, Remove einfach, dann Trisbania. Trisbania ist nie zum Einsatz gekommen, habe mir aber gedacht, vielleicht die Sky Striker spielen ja jetzt auch
Mystic Mine. Ja. Und ja, da kann die irgendwann vielleicht mal kommen, wenn die sie noch nicht haben. Also gegen generell gegen Pendel, um die Skates wegzumachen. Und, ja. Und dann noch als Link 4 Bomberdrache. Kann ich am einfachsten legen und mit Naked ist er immer noch stark. Kann man auch Bowl Load legen, aber die kam beim Testen gar nicht. Zeit. Zwei Panker Drops, muss man glaube ich nichts zu sagen, ist so der Allrounder. Dann ein schwerer Staubsturm. Ich wollte den dritten haben gegen Pendel und gegen Backrodex. Dann ein Strike. Ich wollte auch den dritten haben gegen Pendel, weil wenn ich First gehe, dann brauche ich Protection, sonst habe ich verloren, weil ich kein Mystic Mine aktivieren kann. Dann eine Necro Valley. Die habe ich gespielt, weil ich 5 Heal-Spells spiele und wenn ich die gegen Orcus oder Salamangreat lege, dann kann ich das Spiel relativ gut kontrollieren. Kam zweimal ab und hat auch richtig viel Work gemacht. Also, weiß ich nicht, ob ich die weiterspielen würde, aber die war auf jeden Fall gut, um den letzten Zeit-Deck-Slot irgendwie brauchbar zu verwenden. Behindert einen auch weniger als die mystische Mine manchmal. Ja, weil du hast nur in dem Deck hast du halt nur Nelke, die sich damit beißt. Dann drei Evenly, nicht zwei, drei. Backrodex, Pendel, drei Lancea gegen Orkust, dann zwei Super Poli gegen alles, gegen dass ich irgendwie Second gehen muss. Habe ich nie resolved, habe ich nie gezogen, also keine Ahnung, wie die ist. Und dann zwei Vanity's Fiends. Die habe ich einmal gezogen, gespielt gegen Salamangreat und er hatte kein Out, war Instinct Kill. Wie ist der Hintergrundgedanke, Vanity's Fiends rauszukriegen? Vanity's Fiend kriege ich entweder raus, also Vanity's Fiend kriege ich halt raus, wenn ich den habe, irgendeinen Fieldspell oder Karobein schon auf der Starthand. Ja. Weil Karobein specialt sich, wenn ich kein Monster kontrolliere, dann kann ich den einfach Tribut beschwören. Oder mit Lilibel. Und das heißt, jedes Landform, jede Lightstage ist mit ihm zusammen eher auf dem Feld. Und dann setzt du noch 4 Traps. 3-4. Ja, am besten. Irgendwie Protection. Ärmliche Kombo. Ja, das war's eigentlich. Sehr nice. Hast du noch deine Matchups gerade im Kopf? Matchups, ja. Also ich habe gegen Salamangreat gespielt. Zweimal. Da habe ich halt einmal verloren im Timeout, weil er auf Stadia wollte ich Ash machen und er hatte Call for the Grave und dann hat er den Papagei geschoren. Ja. Dann gegen Salamangreat win, gegen Orcus win, gegen Striker win und dann später noch gegen Typhoon Pendel. Habe ich das erste Game gewonnen. Game 2 konnte ich sein Pendelboard nicht brechen und Game 3 habe ich leider gebrickt mit einer Lilibel, Corobane, einer Mystic Mine und zwei Setkarten, dann hat er mir noch Evenly gegeben. Also da konnte ich nichts mehr machen. Dann scheint das ja echt stabil gelaufen zu sein mit dir. Ja, also ein paar Sachen würde ich halt ändern. Beispielsweise, ich bin mir nicht so sicher über das Necro Valley und auch nicht über den dritten Strike. Würde ich vielleicht über Pankratron spielen oder Ogre im Side. Und dadurch, dass Superpulli nicht gekommen ist, bin ich mir da auch unsicher, aber Superpulli muss man eigentlich spielen. Ja. Ist ja nice. Noch abschließende Sachen, Worte? Shoutouts zu Karten Luxor. Zu Battlebier, unserem Sponsor. Zu St. Ingbert, Dragonlord Games, unserem Sponsor. Und dann noch an den Jens, an den Sebastian Zimmer. An den an der Games Tower hier in Luxemburg war echt ein gutes Event und ja, alle, die mich kennen und die hier teilnehmen. Super, sage ich vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.